herzlich willkommen zum FIFA World Cup 2022 in Katar, zum Orakelspiel. Freunde, ich lasse hier nur zwei KIs gegeneinander antreten. Ich spiele das nicht, also wenn eure Mannschaft verliert, dann kann ich nichts dafür. Also nicht über mich schimpfen, sondern dann über FIFA schimpfen, könnt ihr gerne machen, da habe ich kein Problem mit. Es ist immer 24 Stunden vor dem tatsächlichen Spiel der WM, kriegt ihr hier diese quasi... Ja, ich nenne es das Orakelspiel. Seht ihr dann eben vorab die Partie. Wie gesagt, zwei Legenden-KIs spielen gegeneinander, wie die Originalpaarungen sind. Ich hoffe, ihr habt ganz, ganz viel Spaß mit dem Video und lasst mir noch ein Like und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Viel Spaß und auf geht's jetzt. So, herzlich willkommen zur Partie Belgien gegen Kanada. Fangen wir mit den Belgiern an, sehr souverän qualifiziert. Einige Verletzungsprobleme haben sie jetzt für diese WM-Endrunde, aber haben sich sehr souverän in ihrer Qualifikationsgruppe in Europa qualifiziert für diese Endrunde und spielen gegen Kanada, die tatsächlich in der Nordamerika-, Mittelamerika-Gruppe bzw. Region Erster geworden sind in ihrer Gruppe. Sehr, sehr souverän mit Alfonso Davies, der bekannt ist aus den bayerischen Gefilden und von dem her, Leute, quatsche ich gar nicht mehr lange rum, auf zum Spiel. Viel Spaß und eure Kommentatoren Frank Buschmann und Wolf Fuß empfangen euch gleich. Willkommen im Lusail Stadium, liebe Fußballfreunde. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem heutigen Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß und ich werde das Ganze gemeinsam mit Frank Buschmann für Sie kommentieren. Wir übertragen für Sie heute das erste Gruppenspiel bei dieser WM. Belgien gegen Kanada. Die Stimmung im Stadion könnte kaum besser sein. WM-Gruppenspiel, es wird spannend, es wird sehr interessant. Das ist ein Duell, das einiges verspricht. Hier ist die Aufstellung von Belgien. Thibaut Courtois ist der heutige Torhüter. Jan Vertonghen spielt mit Tobi Alderweireld in der Abwehr. Kevin De Bruyne steht mit Juri Tielemans im Mittelfeld. Und Romelu Lukaku spielt im Sturm mit Eden Hazard. Und so gehen sie heute in dieses Spiel. Manche Teams fürchten Abwehrschlachten, aber die haben da eigentlich gar nichts gegen. Soll doch der Gegner kommen, ne? Genau, Wolf. Das ist herzlich wenig mit Initiative. Die igeln sich hinten ein, machen einfach dicht. Und dann müssen wir mal abwarten, wie sich das hier entwickelt. Jetzt läuft's, dieses erste WM-Gruppenspiel. Geldverdächtige Aktion, das könnte durchaus geahndet werden. Frühe gelbe Karte, das hätten sie gerne verhindert. Denn das stellt sie vor Probleme. Einen Platzverweis darfst du dir in so einem Duell eigentlich nicht erlauben. Ja, sie werden jetzt umstellen müssen. Romelu Lukaku, Tielemans, Thomas Meunier, Tielemans, Meunier, da ist er zur Stelle. Oh, gehalten, das gibt's doch nicht. Was für ein Duell, Nerven behalten, das war eine Glanztat.
Oh, das war wichtig. Wenn der Ball ankommt, dann wird es hier gefährlich. Die Mitspieler kommen ihm zu Hilfe. Meunier. Wichtig. Hazard, den muss er machen. Der hat gepasst. Tor durch Eden Hazard. Das Tor aus kurzer Distanz. Hier haben wir noch mal ein Auge drauf. Er bleibt cool, macht das Ding rein. Ja, Ruhe und Technik, das sind die beiden Schlagworte. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Alphonso Davies. Hutchinson. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Zugemacht, ganz souverän, tolle Szene. Am Ball ist Meunier. Entscheidet auf Vorteil für Belgien. Aber jetzt kommt die Korrektur dieser Entscheidung. Freistoß. Da gibt es, glaube ich, nicht viele Schiris, die da keine Karte zünden. Tielemans. Jetzt Meunier. Eden Hazard. Jetzt der Schuss. Der ahnt diese Szenen. Der macht wieder das Tor. Nummer 2 heute schon. Das ist schon stark. Klasse durchgesetzt. Und dann profitiert er hier natürlich von seiner Schnelligkeit. Und der Abschluss passt auch. Steht hier, sie machen einen guten Eindruck. Das ist David. Jetzt der Steilpass. Gut, dass er dazwischen geht, das wäre gefährlich geworden. Ja, vielversprechender Steilpass, schöner hoher Ball. Ja, schön geklärt erstmal, die Gefahr bereinigt. Tielemans. Das ist Meunier. Tielemans. Belgien im Angriff, Ball läuft gut. Und jetzt ist der Ball weg, die Szene damit erstmal geklärt. Chance für den Konter jetzt. Konterchance sah vielversprechend aus, aber da fehlte so die letzte Entschlossenheit. Ballverlust. Jetzt kommt also doch die Unterbrechung. Das ist wohl doch nicht so harmlos gewesen, wie wir zunächst dachten. Substitution for the hosts. Leading the match. Number 10. Eden Hazard to be replaced by number 23, Michy Batshuayi. So, geht weiter mit Schiedsrichterball. Und der verletzte Spieler ist mittlerweile vom Feld. Und Vertonghen. Van Aken. Da ist De Bruyne. Yannick Carrasco. Und dann doch der Ballverlust. Verstand er gut und gibt Freistoß.
Da suchen sie jetzt die Lücke. Davis. Wird, glaube ich, Diskussionen geben. Enge Abseitsentscheidung. Ja, dieser Ball kommt nicht an. Davis. Gefährlich. Gehalten. Macht er gut. Ja, kurz ausgeführt. Hutchinson. Gutes Tackling. Lässt Vorteil laufen. Weiter die Belgier. Meunier. Van Aken. Vielleicht sind die Gegner da im Moment etwas zu passiv. Schöner Angriff. Nebenleute bieten sich an. Hans Van Aken. Kevin De Bruyne. Carrasco. Van Aken. Tor für die Belgier. Wir schauen nochmal auf die Wiederholung dieses Treffers. Zunächst der ruhige Aufbau. Und dann hat er wirklich nicht viel Platz. Aber den wenigen nutzt er und macht das sensationell. Es geht weiter. Die Belgier nun also mit 3 vorne. Da wäre Platz auf außen. Da ist der Ball dann doch weg. Da müssen sie mehr draus machen. Carrasco. Van Aken. Tielemans. Die Belgier verlieren den Ball. Davis. Ja, er hat den Ball im eigenen 16er. Schönes Pressing jetzt. Tielemans. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. 2 Minuten sind's noch. Carrasco. Gut verteidigt. Wir hören den Pfiff, das war's. Die erste Spielhälfte hier im Lusail Stadium. Von ihm hatten wir uns heute durchaus mehr erhofft. Von ihm haben wir uns viel mehr erwartet, aber er kommt überhaupt nicht rein in die Partie. Auch ein Grund, warum sie hier zurückliegen. WM-Gruppenspiel Nummer 1. Los geht's mit Durchgang 2. Lukaku mit dem Zuspiel. Der Angriff ist beendet. Er geht energisch dazwischen. Davis. Flanke landet beim Gegner. Jetzt der Ballverlust. Tielemans. Am Ball jetzt Van Aken. Carrasco. Romelu Lukaku. Da machen sie zu. Wichtige Aktion.
Hutchinson. Davis. Davis am Ball. Ah, das war zu lässig. Ja, wird hier gut unterstützt. Nee, jetzt ist der Ball doch weg. Jetzt Meunier. Denayer. Tolles Kurzpassspiel jetzt. Der große Offensivdrang fehlt aktuell so ein wenig. Aber klar, sie führen. Alphonso Davies. Sie verlieren den Ball. Jetzt Lukaku. Ballbesitz Lukaku. Carrasco. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Hans van Acken. Meunier. Ah, das ist stark. Vier Tore sind sie nun vorne. Sie machen mit ihnen, was sie wollen. Wunderbar, wie er diesen Ball ins Netz zimmert. Was für ein Tor. Unhaltbar. Also den Abschluss kann wahrlich nicht jeder. Eine einseitige Angelegenheit. Das drückt auch das Ergebnis aus. Pass kommt nicht an. Batshuayi. Ball wieder zu Lukaku. David. Schöner Pass da. Abseitsfahne ist oben, da hat nicht jeder mitgerechnet. Ah, ich auch nicht, da bin ich ganz ehrlich. Das war eine ganz enge Geschichte. Hey, es gibt einen Wechsel bei den Belgiern. Number 15, Thomas Meunier, to be replaced by number 24, Thorgan Hazard. Tielemans. Carrasco. Die Chance jetzt. Schön befreit. Das war eine vielversprechende Aktion. Das ist David. Einwurf jetzt. Tielemans. Van Aken. Ball ist bei Hazard. Hans Van Aken. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Sie spielen steil. Gefährlich. Super gehalten von Courtois. Oh, das war natürlich eine tolle Chance. Belgien wechselt. Ecke kommt in den 16er. Ah, halbherzig. Das ist nach wie vor gefährlich. Van Aken. Gleich bekommen wir hier den Schlusspfiff in diesem Spiel, in dem die Belgier deutlich vorne liegen. Die machen das. Der Vorsprung ist zu klar. Das geben sie nicht mehr aus der Hand. Michy Batshuayi. Sie stören früh, da ist der Ball. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor.
Sie lassen nicht nach, auch nicht bei diesem Spielstand. Gewonnen haben sie hier eh schon lange. Jetzt der nächste Treffer. Hier ist die Szene nochmal. Erst das gelungene Kurzpassspiel. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Ziemlich einseitige Angelegenheit heute in dieser Partie und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Das ist David. Dieser Pass findet sein Ziel nicht. Batshuayi. Gefährlich. Macht das ganz sicher. Gut dazwischen gegangen. Michy Batshuayi. Tielemans. Die Chance hier. Kein Problem, ganz sicher. Hazard. Die Belgier verlieren den Ball. Hans van Aken. Thorgan Hazard. Das ist die Chance. Ah, das ist fast schon eine mühelose Parade. Hans van Aken. Ballbesitz ist weg, jetzt müssen sie dranbleiben. Es gibt noch 2 Minuten obendrauf. Klasse Zuspiel. Der sah gefährlich aus. Sie nehmen den Wechsel vor. Die letzte reguläre Spielminute läuft. In diesem Moment ist dieses Spiel zu Ende und die Belgier können sich hier den Sieg holen. Heute waren sie vor allem vor dem Tor nicht zu stoppen. Das war schon klasse. Da konnten sie machen, was sie wollten. Ich glaube, in der Form heute hätte jeder Gegner Probleme. Ganz starke Leistung in diesem Spiel. Ganz toll. Also überragend. Hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Hazard, den muss er machen. Der hat gepasst. Tor durch Eden Hazard. Jetzt Meunier. Eden Hazard. Jetzt der Schuss. Davis. Gefährlich. Gehalten. Macht er gut. Carrasco. Van Aken. Tor für die Belgier. Meunier. Von Courtois. Oh, das war natürlich eine tolle Chance. Belgien wechselt. Michy Batshuayi. Sie stören früh, da ist der Ball. Jetzt ist er auf und davon macht er das Tor. Sie lassen nicht nach, auch nicht bei diesem Spielstand. Gewonnen.
Der sah gefährlich aus. Sie nehmen den Wechsel vor.